Heyo, hallo meine Freunde und willkommen zum neuen Video von Darum Zielzocker. Und heute gucken wir mal, ob amerikanisches Bedwars, das von Hypixel, oder das ganz normale Oldschool Bedwars von Gomme besser ist. Mit dabei heute der liebe Raphael. Hallo Raphael. Hallo. So, aber bevor es losgeht, grüße ich noch ein paar Personen. Also, Grüße gehen raus an Xyrowee und dann Marie. Und Leute, damit haben wir seit langem zum ersten Mal die Grüßliste mal fertiggestellt. Beziehungsweise die ist jetzt fertig, wir haben alle von der Liste gegrüßt. Und daher, Leute, haben wir jetzt ein neues Grüßsystem. Das funktioniert folgendermaßen. Ich werde jetzt jedes Video den ersten Kommentar unter dem letzten Video grüßen. Einen beliebigen netten Kommentar, also zum Beispiel cooles Video, mach weiter so. Und dann den Kommentar, der am neuesten ist, zu dem Zeitpunkt, an dem ich das Video aufnehme. Dann gehe ich einfach zu am neuesten und der Kommentar wird dann gegrüßt. Und ich würde sagen, Leute, fangen wir direkt an mit dem Video. Als erstes steht Oldschool Bedwars auf dem Plan. So Leute, hier beginnt direkt die Runde Oldschool Bedwars und man merkt jetzt schon, ich muss den Join Me machen, weil dieses OG Bedwars auf Gomme keiner mehr spielt, weil es da jetzt ja auch das amerikanische BW gibt. Und das ist jetzt mal 8x1, Leute, weil die 4x2 Runde kann man sich bei dem alten Bedwars nicht geben. Ich kann euch da auch den Grund verraten, Leute. Jeder, aber wirklich jeder, spielt mit Bogen. Und es ist nicht so, dass manche mit Bogen spielen. Jeder spielt mit Bogen. In diesem Oldschool Bedwars. Und da kannst du halt nichts gegen machen. Und das macht halt in diesem neuen Bedwars fast keiner mehr, in diesem amerikanischen von Hypixel. Weswegen ich das auch ein bisschen geiler finde. Da finde ich gut, dass das Gomme auch hinzugefügt hat jetzt. Ich hätte direkt gepusht, wie sieht es bei dir aus? Bei mir geht's noch. Bei dir geht's noch? Jo. Hast du schon einen Kill oder wie sieht es bei dir aus? Nee, das will ich nicht. Ich habe mein erstes Bett. Und meinen ersten Kill. Ah, er bekommt mich, Digga, okay. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein ganz dolles Problem. Einer steht hier einfach rum. Jetzt habe ich ein ganz dolles Problem, wenn ich den nicht gekillt bekomme. Oh Gott, der versweatet sich jetzt so richtig, dass man ihn da nicht raushauen kann. Der macht auch so richtig ehrenlos, weißt du, was ich meine? Hm. Da kannst du ja nichts machen, Digga. Hä? Ich dachte schon, du meinst, Digga. Ich dachte auch. Ja, da kannst du nichts machen. Der eine hier ist einfach AFK. Ist jetzt gekommen. Nein, hier sind zwei, glaube ich, AFK sogar. Leute, ich schwöre euch, ich bin nur mal. Ja. Oh mein Gott, ich habe ihn bekommen. Oh, mein Bett ist weg. Oh. Ja, ich habe ihn einfach mit der Hand gekombot. Da merkt ihr schon, Leute. Mit Eisen. Die meisten kaufen sich in dem neuen Bedwars auch keine Ahnung, jetzt nicht irgendwie Schwerter mit Eisen oder so, sondern die kaufen sich meistens Feuerbälle oder irgendwas, womit die Runde schneller vorbeigeht. Das ist es halt, die Leute wollen die Runde schnell zu Ende bekommen und die gehen nicht drauf, jetzt möglichst Abfuck zu spielen. Das schätze ich halt bei dem neuen Bedwars sehr. Kannst du mal so deine Meinung dazu sagen, Raphael? Ja, ich würde auch. Also ich mag tatsächlich eher amerikanisches Bedwars, weil ich finde auch Mons und so ist ein bisschen ganz. Lebst du eigentlich noch? Ja. Aber dein Bett ist weg, oder? Nee, meins ist da. Du bist Team Blau, ne? Ja. Dein Bett ist weg. Ich weiß. Ich hab's auch gerade gemerkt. Warum ist der Kies geliefert? Nein, das war Violett. Aber deren Bett ist jetzt nicht mehr vorhanden. Ich hab halt seit einer halben Stunde kein Bett mehr, deswegen ist das gerade little risky, was ich hier mache. Aber was soll's. Deswegen, Leute, finde ich auf jeden Fall das andere ein bisschen besser. Aber es kann jeder spielen, das was er will. Und im Endeffekt, das Bedwars hier wird auch nicht mehr so viel gespielt wie das andere. Weil ihr seht, bei uns ist eben keiner in die Runde gejoint. Da war auch nirgends einer drin. Und es ist jetzt gerade Samstag und 2:30 fast oder so 2:40. Das heißt, das sind schon Zeiten, wo normal viele on sind. Und es sind ja auch genug on. Die sind halt nur nicht in dem BW hier drin. So Leute, wir haben noch eine Person, die noch ein Bett hat, den wir noch ausschalten müssen. Ich habe eben mich gut mit Raphael eingespielt. Und also ich muss sagen, ich habe heute echt einen guten PvP-Tag. Ich habe heute so viele Kombos verteilt. Ah, oh, Digga, der equippt sich mehr mit Eisen auch als keine Ahnung was. Ja, ja. Er hat tatsächlich eben fast sein Bett geholt, aber nee, der hat sich komplett eingebaut. Der hat sich 100%ig Cobwebs geholt. Warte, ich kann mal machen, so machen, jetzt würde ich auf und springen. Ja, da merkt man, Leute. Und das passiert euch in diesem neuen Bedwars nicht, dass sich irgendwer mit eiserner Angel kauft. Gut, Leute. Jetzt hier ein kleiner Cut. Und wie ich bin das amerikanische Bedwars, würde ich sagen, auch vom Ersteller, nämlich auf Hypixel. Digga, also wer sich eine Angel im Bedwars kauft. Nee, Digga.
Perfekt, Leute. Hier beginnt dann auch die Runde auf Hypixel. So. Ihr merkt schon, das System ist komplett anders. Beim anderen hat man sich alles mit Bronze gekauft. Hier bekommt man direkt Gold und Silber in der Base. Kein Bronze. Und damit, das Blocksystem ist anders. Und Leute, guck mal, was man sich alles kaufen kann. Ich finde auf jeden Fall das neue Bett, was so viel geiler, weil Feuerball, Wassereimer, es gibt hier Pots mit von Jumpus zu allem. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man hier machen kann. Und das finde ich halt einfach geil. Ich mag Hypixel einfach mehr an sich. Tatsächlich, du kannst ja auch Emeralds und Diamonds noch, anstatt nur Gold so. Ja. Grün ist schon tatsächlich auf dem Weg zu uns. Baut du mal mit Holz zu, bitte. Aber Leute, das Gute auch auf Hypixel ist, da könnt ihr trainieren, weil ich will jetzt nichts gegen Luvanox, heißt glaube ich der YouTuber, sagen. Oder generell gegen Hypixel-Spieler. Aber Hypixel sind die Spieler, da wird mir denke ich jeder recht geben. Sind ja, Hypixel ist ja kein deutscher Server, sonst wäre der ja nicht so groß. Sind 90% der Spieler lang nicht so gut wie auf GOM oder so. You see? Den konnte man gerade recht gut demonstrieren. Na, es gibt auch eigentlich ziemlich viele, aber die meisten sind nicht so gut, ne? So. Guck, da sind jetzt beide Grüne down, der ist einfach runtergesprungen, Leute. Ihr merkt, also, Hypixel ist gerade nicht gerade von der Gutheit unter den Spielern, unter den Servern mit den besten Spielern. Da ist also Anti-AC, GOM und so haben bessere Spieler. Größtenteils, aber. Für Bed Wars und so mega geil. Und wenn ihr bessere Gegner wollt, dann spielt das Spiel hier einfach auf Gomme. Das gibt's auch. Das gibt's auf vielen Servern. Und der baut mit Endstone zu. Fuck. Raphael, bist du da? Ja, ich geh grad bei Diamonds rein. Liebe Raphael macht übrigens auch Twitch. Könnt ihr mal vorbeigucken? Oh, ich bin da fast gestorben. Brauchen wir Schärfe? Ja. Alles klar. Das hier sind zwei Leute, die bekomme ich halt eh nicht. Die bauen so krass ihr Bett zu, ne? Ich kann auch versuchen, einen zu bekommen. Also ich kann die wichtigsten Sachen holen, wenn du bei der Base bist, hielt der dich, ne? Also wenn du hier bist. Ich komm mal zu dir. Konnt einen holen. Okay, der eine hat, ich glaube, der hat Range an, also es wirkt so. Den, der mich gekillt hat, aber vielleicht hat es auch nur geleckt. Deswegen, Leute, nicht alle sind Hacker, das wirkt manchmal nur so, weil halt, wie gesagt, der Server, ich glaube, Amerika, ja, kommt der? Wir haben keine so gute MS zu dem Server. Und Leute, ich hab normal eigentlich so ein 10er Ping, wenn's so normalen, jetzt gerade habe ich einen 20er, gerade geht's. Aber ja, man merkt, denke ich, dass es ein bisschen mehr ruckelt. Ich glaube, das merke ich noch ein bisschen mehr als ihr. Grün, rot kommt. Hä? Okay, ja gut. Ganz kurz hat geleckt, Digga. Ganz bisschen, aber nur. Bekommst du den? Lebt der noch? Der hat was an, der hat, glaube ich, was an, oder? Ne, der hat nichts an. Dem seine Hits waren aber irgendwie komisch, I don't know. Gut, es leckt halt einfach manchmal ein bisschen. Aber ihr merkt, Leute, es gibt auch gute Spieler. Er hat doch eben schon gepusht. Das meiner Meinung nach beste Bed Wars. Ja, perfekt. Okay, Leute, das war halt ein mieser Target, Leute. Aber ich würde sagen, das ist hier vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Haut rein und ciao.